Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer speziellen neuen Ausgabe und mein Interviewgast, ihr kennt ihn ja, wir haben ihn schon ein paar Mal bei uns hier in der Sendung gehabt. Es ist natürlich der singende LKW-Fahrer Winnie Biermann, den begrüße ich jetzt wiederum ganz herzlich und sag mal hallo und herzlich willkommen, lieber Winnie, grüße dich. Ja, schönen guten Abend. Hallo Frank, grüß dich. Und Du sagst immer so schön, der singende LKW-Fahrer, der singende Trucker hört sich schöner an. Singende Trucker, genau. Also dann genau. Spulen wir nochmal zurück. Heute bei mir im Interview der singende Trucker. Genau. Genau. So lassen wir es dann doch stehen. Sehr gut. Wenn du da so mit zufrieden bist, dann passt es doch. Und es gibt eine brandneue Hymne von dir, die eigentlich ja für die LKW-Fahrer, sage ich mal, und für die ganzen Trucker wirklich auf den Leib geschrieben ist. Ja? Brummi genau. Gib Gummi. Ja, Brummi Gib Gummi ist mein neuer Song, der seit kurzem erst auf dem Markt ist. Seit dem 5. November gibt es den überall im Download- und im Streaming-Bereich als YouTube-Video zum Mitsingen bei YouTube natürlich, mit einem wunderschönen Lyrikvideo, mit Text und allem dabei, was dazugehört. Und da könnt ihr gerne mitsingen. Und ja, der Song Brummi Gib Gummi ist mir auf den Leib geschrieben und ist wirklich eine Hymne für alle LKW-Fahrer, Berufskraftfahrer und soll auch ein bisschen Werbung machen für unseren Beruf. Dadurch weil wir ja immer wieder Nachwuchs suchen, gute Fahrer werden immer gesucht und diese Hymne wurde von Claudia Hirschfeld geschrieben und ist mir auf den Leib geschrieben und ja, wie gesagt, der zweite Song von ihr und der erste ist schon super angekommen und jetzt der zweite haben wir auch ein ganz tolles Feedback bis jetzt bekommen, seit einer Woche und ja, kommt gut an. Kommt gut an, so ist es doch, ganz genau. Und wir haben es gerade, oder als wir uns eigentlich auch schon letzthin schon mal ein bisschen unterhalten haben drauf, auf die Sendung, da müssen wir doch ein bisschen mal an die LKW-Fahrer wirklich mal die ein bisschen mehr herausstellen, denn so einfach ist es gar nicht immer. Gerade auch jetzt auf den Autobahnen, die werden immer voller. Die Autofahrer sind natürlich dann immer wieder die Genervten, die sagen wieder, die LKW-Fahrer machen alles dicht. Und es ist jetzt ja nicht so ein schönes Miteinander, nicht immer, sage ich mal, ne? Oder? Wie siehst du es? Nee, das, da hast du völlig recht. Das ist nicht immer ein schönes Miteinander. Und die LKW-Fahrer haben natürlich ihre Termine, müssen dann und dann dort sein. Die Autofahrer müssen auch zur Arbeit, haben auch wenig Zeit, aber letztendlich funktioniert es ja nur, wenn wir miteinander, sage ich mal, kommunizieren, arbeiten und auch uns gegenseitig im Straßenverkehr respektieren. Und wenn wir im Stau stehen, dann ist natürlich beim nächsten Edeka-Markt oder irgendwo fehlen die Schrauben im Regal oder das Holz fehlt. Es ist halt alles schwierig und sehr überfüllt und es ist nicht immer einfach auf der Autobahn mit dem LKW und einerseits kann ich die Autos verstehen, dass wir im Weg stehen, aber andersrum, wir machen nur unseren Job und wir lieben den Job auch, den wir da machen, die meisten auf jeden Fall und wir wollen auch nur ans Ziel kommen, dass wir unser Auto leer bekommen, damit die Kundschaft auch ihre Ware bekommt genau. Und ja, das muss alles ein bisschen mehr miteinander gehen, glaube ich. Richtig. Und ich denke mal, da muss man jetzt wieder auch an die Vernunft von jedem Bürger und natürlich in dem Fall Autofahrer dann appellieren. Denn wenn der Kunde morgens ins Supermarkt kommt und die Regale sind wieder gefüllt, da muss man natürlich schon mal überlegen, woher kommt's, ne? Wer ist verantwortlich genau, dafür? Das sind wieder die lieben LKW-Fahrer, die wirklich dann die frische Milch, die frische Ware, das Brot und so weiter, was man alles so brauchen zum täglichen Gebrauch, wieder an Ort und Stelle bringt. Ne? Ja, genau. Das sind die Fahrer, die dann morgens um 1, 2 Uhr anfangen, bei den Kühlhäusern die frische Ware abzuholen und um die dann in den nächsten, direkt zu dem nächsten Supermarkt bringen.
Und ja, damit die Kundschaft um 8 Uhr auch volle Regale hat und frische Milch auf dem Tisch kriegt. Genau. Ja, das ist alles. Man sollte sich da mal echt Gedanken drüber machen, weil wir haben doch echt mittlerweile ein Riesenfahrerproblem, dass viele Fahrer fehlen in Deutschland. Weit über 50.000, glaube ich, schon mittlerweile. Und es wird nicht weniger, sondern im Gegenteil, es werden immer mehr, die uns fehlen. Und wir brauchen Nachwuchs. Und wenn wir diesen Job ja, vernünftig an den Mann bringen wollen, dann müssen wir es auch ein bisschen attraktiver machen. Lukrativer auf jeden Fall schon mal als erstes, also vom Geld her. Und wie gesagt, wenn wir alle ein bisschen mehr miteinander umgehen, mit Respekt und auch im Straßenverkehr mal die Fünfe gerade sein lassen, dass man den LKW mal durchlässt oder wir lassen die PKWs durch, passiert jeden Tag, und ja, dann würde es ein bisschen einfacher werden. Genau, und da hast du, wie gesagt, mit dem aktuellen Song Brummi gibt Gummi auch eine kleine Botschaft an die ganze Trucker draußen zu richten, sozusagen, oder an den Nachwuchs zu richten, vielmehr. Ja. Ich glaube, der Song ist schon als Botschaft sozusagen zu verstehen. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben den Song, ist also mir auf den Leib geschrieben und passend der Text dazu, dass ja, das ist, wenn es uns nicht gäbe, die Autobahn, aber auch die Regale leider leer blieben das spricht uns einfach aus der Seele und das ist auch so, wenn die LKWs nicht mehr fahren können, dann bleiben die Lager voll, dann werden keine Märkte mehr beliefert und keine Tankstellen mehr mit Sprit beliefert. Und irgendwann, siehe England, passieren solche Sachen, dass wir dann halt kein Material mehr und keine Ware mehr haben, die wir Endabnehmer dann halt gerne hätten. Aber tja, Genau. nee, und dieser Song ist halt einfach so wunderschön, so richtig schön wie die Faust aufs Auge, sagt man so bei uns. Er spricht uns auch aus der Seele, dass wir von oben in den Rückspiegel gucken und die Drängler und Blender, die auch alle unterwegs sind, dass man die auch mal mit Gelassenheit nehmen muss und um die Sache halt ein bisschen lockerer zu sehen. Wie siehst du es, der Beruf des Truckers? Ich meine, du hast ihn ja auch gewählt, sonst würde, also es macht er, denke ich, schon Spaß, sonst würde es das Ganze nicht machen. Gehört natürlich bei jedem Beruf dazu, der muss ja einem Spaß machen, ein Stück weit. Wenn man jetzt da wirklich nur jeden Morgen da irgendwie hingeht und Krimskram, ja, vor sich herschiebt, nur weil man einen Beruf machen muss, dann macht es auch keinen Spaß letztendlich, ne? Nee, absolut nicht. Also ich finde, jeder Beruf, ist egal in welcher Branche man tätig ist, sollte einem Spaß machen und Freude bereiten, weil ich als Berufskraftfahrer habe dann ja auch, die Tage sind so lang und man muss, wenn man dann schon morgens mit dem, ich sag mal, mit dem Widerwillen dahin geht und alles, es sollte schon Spaß machen. Und mir macht es Spaß, ich mache den Job sehr gerne. Bin sehr gerne unterwegs mit dem LKW und auch mal in den, wenn Stau ist oder so. Das ist halt das Schöne bei uns LKW-Fahrern ist, wenn wir im Stau stehen, wir kriegen es sogar bezahlt, sage ich mal einfach so. Und ja, deswegen, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Singen, meinen Beruf als Kraftfahrer und ja, alles, beides zusammen ist für mich eine wunderbare Kombi, die ich sehr schön miteinander verbinden kann. Und ja, deswegen kann ich nur auch den jungen Leuten sagen, dass dieser Job also doch auch Spaß machen kann. Und natürlich ist es nicht immer einfach. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber grundsätzlich finde ich, was ich mache, macht mir Spaß. Und ja, das sollte in jedem Beruf so sein. Jetzt, wenn man wirklich LKW-Fahrer ist oder beziehungsweise den Trucker so sieht, der denke ich mal, der träumt ja auch von Freiheit, die großen Landstraßen und so weiter, so wie es natürlich in Amerika, in den USA, doch eher üblich ist. Ich weiß nicht.
wie die Straßen bei uns, die werden ja immer voller. Macht es dann wirklich noch so viel Spaß? Der Traum von Freiheit? Ja, ich finde schon, wenn man, natürlich sind die Straßen sehr voll, aber ich finde schon, wenn man morgens bei Zeiten losfährt und die Sonne aufgeht und man den Sonnenaufgang schaut, das bekomme ich manchmal sogar eine sendende Gänsehaut und finde das sehr schön. Die Straßen sind voll, aber trotzdem hat man doch die Momente, viele Momente auch, ich weiß das auch von vielen Kollegen, die unterwegs sind, auch im Fernverkehr. Das sehen, das nach wie vor Spaß macht. Die fahren durch ganz Europa und die sagen auch immer, dann sind sie mal irgendwo am Meer. Und natürlich, wenn man jetzt, ich sag mal, in eine Großstadt kommt, da ist natürlich alles getrubbelt und zusammen und ein Riesenchaos. Aber dann fährt man auch mal wieder aufs Land hinaus und ja, dann hat man doch schon dieses Feeling der Freiheit, finde ich. Und wir hier im Münsterland haben auch viele schöne Straßen hier bei uns, wo ich die ganze Woche lang fahre. Und dann muss ich auch mal ins Ruhrgebiet, wo natürlich halt nicht so schön ist, weil die Autobahnen so dermaßen überfüllt sind, dass man sich einfach nur hinten anstellen kann und da so durchgeschubst wird quasi. Aber das nimmt ja auch dann wieder am Abend ein Ende und dann fährt man halt wieder in den Sonnenuntergang und dann ist alles wieder gut für mich, finde ich. Ja, also prima. Das sind doch schon wieder auch schöne Aussichten um diesen Beruf, wenn man wirklich hier, sage ich mal, ja, Trucker-Umfeld liebt, den auszuüben. Denn glaube, es sind wirklich auch schöne Momente dann, wenn man wirklich dann mit den anderen Truckern so am Rasthof sich trifft und sich vielleicht dann auch noch abends dann gemütlich in der Gaststube da oder in der Raststation ein Bierchen trinken kann, wenn es erlaubt ist, ne? Also Ja, auch wenn da es wieder das erlaubt ist, ne? Beisammensein, oder? Ja. Ja, klar, absolut. Das ist ja auch das Schöne dabei, wenn man sich abends übertrifft oder in der Mittagspause irgendwo am Rastplatz steht, ist natürlich im Moment mit der ganzen Corona-Zeit sehr schwierig geworden, dass ja viele Vorschriften da sind. Aber grundsätzlich, wir werden da ja auch wieder hinkommen, dass es wieder noch ein bisschen Normalität gibt und dann freuen sich auch die Fahrer, wenn die sich abends mal irgendwo am Rasthof sehen, nebeneinander stehen, gehen zusammen Abendessen und vielleicht sogar noch ein Feierabendbierchen trinken. Und ja, dann ist man halt, ich habe heute auch noch wieder einen getroffen, der fährt auch Fernverkehr. Den habe ich heute hier im Münsterland gesehen, wo ich was abgeholt habe. Und wir haben auch miteinander gequatscht, einen Kaffee getrunken und ja, das sind schöne Momente. Man tauscht sich aus, wünscht sich gute Fahrt und ja, man ist halt doch immer noch Kollege, ne, mit den Jungs und den Mädels. Ganz genau. Klar ist natürlich das andere, der Zeitdruck, wenn man Terminfracht hat, denke ich mal, da muss man natürlich schon ordentlich ranklotzen, wie man so schön sagt, ne? Gummi, 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 genau. Gummi, Brummi gibt Gummi, genau. ganz genau. Und natürlich Ja. sind es auch die, ja doch, jetzt auch wiederum aktuell zunehmenden Spritpreise, die es vielleicht dann gut, wenn es, je nachdem, manchmal sind es wirklich hier Subunternehmer oder dann eben auch die Speditionen entsprechend oder die Firmen, da es natürlich auch wieder teurer wird. Das muss natürlich auch wieder umgelegt werden, ein Stück weit, denke ich mal, oder? Wie siehst du es? Ja klar, sicher. Das ist ja natürlich, aber das muss den Kunden auch bewusst sein, dass wir wirklich auch, sage ich mal, ob es jetzt die Lohnkosten sind oder die Spritkosten sind, die müssen natürlich umgelegt werden, weil sonst bleibt der Spediteur ja drauf sitzen oder der Richtig. Lieferant. Und wie gesagt, wenn man jetzt alles miteinander so ein bisschen auch mal versucht, es ist natürlich, keiner will viel Geld bezahlen oder mehr Geld bezahlen, aber letztendlich müssen wir alle leben und auch die Spediteure müssen leben und aber auch die Fahrer müssen leben können. Und von daher müssen wir auch alle angemessene Löhne haben, dass man auch den Job wieder so attraktiv macht und sagt, so, hier, pass auf, so viel verdienst du als Berufskraftfahrer. Und dann kann man da auch eine Familie von ernähren, wenn man alleine fährt und sage ich jetzt mal zum Beispiel. Und so ist es auch mit den Spritpreisen. Man muss das eben halt umlegen. Ist mit Sicherheit ein langer Prozess, dahin zu kommen, aber anders geht es nicht. Wir müssen wirklich umdenken
und sagen, ob's, das ist ja im Pflegeberuf genauso. Wenn die Leute natürlich. verdienen zu wenig, die hauen alle ab, die hauen alle ab. Und bei uns ist das genauso, wenn die Menschen nicht mehr, sich nicht selber mehr ernähren können von ihrem Lohn und sich wirklich, sage ich mal, ein Bein ausreißen dafür, für die Arbeit und dann immer noch nicht auf den grünen Zweig kommen, dann wird es Zeit, dass wir uns alle Gedanken machen und dann muss was passieren und das muss nicht irgendwann, sondern jetzt muss es passieren, weil die Problematik ist jetzt da und wir hätten vor 20 Jahren schon uns um die neuen Fahrer kümmern müssen, auch um die Bezahlung der Fahrer und deswegen würde ich sagen, dass es heute kurz vor 12, es ist schon nach 12 Uhr, sage ich mal einfach, und es muss da wirklich was getan werden, ne? Was muss ein junger LKW-Fahrer, Trucker mitbringen oder was sind die Voraussetzungen, damit man einsteigen kann? Ein LKW-Schein zu machen, ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt gerade so aus dem Ärmel zu schütteln, oder? Nee, da sind wir im vier-, fünfstelligen Bereich. Das geht bis an die 10.000 Euro ran, was so ein Führerschein kostet. Und auch da wiederum muss wirklich die Gesellschaft und die Spedition auch und auch vielleicht Vater Staat sagen, komm Jungs oder Mädels, wir würden euch das gerne finanzieren oder irgendwie für den Führerschein aufkommen, wenn ihr bei uns jetzt euren Berufskraft, mein Sohn hat zum Beispiel eine dreijährige Berufskraftfahrerausbildung gemacht. Mit 18, man kann auch mit 17 schon anfangen, glaube ich. Und dann hat halt die Firma den Führerschein bezahlt und der ist dann nach einem halben Jahr ist er schon quer durch Deutschland gefahren als Berufskraftfahrer und hatte auch einen Riesenspaß. Der ist genauso verrückt wie der Vater. Der fährt gerne LKW. Aber da müssen wir hin und dann müssen die Firmen denen das auch schmackhafter machen. Und das muss den Jungs und den jungen Leuten auch Jungs und Mädels auch gesagt werden, gezeigt werden, dass sich darum gekümmert wird. Und das ist auch, natürlich schreckt es einen ab, wenn man hört, erstmal, was kostet mich der Führerschein, was kann ich da verdienen? Und wenn das alles nicht stimmt, dann bleiben die Leute weg, dann kommt keiner, logischerweise. Aber das muss man dann wieder schmackhaft machen. Und ich finde, es gibt mit Sicherheit viele junge Leute, die das auch gerne machen, ob Männlein oder Weiblein. Es gibt genug auch Frauen, die gerne fahren. Ich habe auch tolle Kolleginnen, die gerne LKW fahren. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die von der Schule kommen und die vielleicht im Moment noch nicht wissen, was mache ich oder wo will ich hin, denen das auch Spaß machen würde. Und so ist es, glaube ich, in anderen Berufen. Man muss es einfach schmackhaft machen und versuchen, die jungen Leute dahin zu lotsen. Ganz genau. Weil du es gerade auch sagst, Frauen, also man sieht wirklich auch immer mal wieder Frauen, die so einen großen Truck sozusagen auf den Straßen heil durchbringen, ne? Ja. Also da wirklich Hut ab. Ne? Ja, Hut ab, warum nicht? Die können auch LKW fahren, die können Auto fahren, die können LKW fahren. Ganz genau. Ich sage immer, so ein LKW fahren, das ist eigentlich wie Autofahren mit Anhänger, ist halt alles nur ein bisschen größer. Ne? Man Ja, muss halt, und man sitzt hat höher, man hat einen andere, schönen Überblick, ne? und man sitzt höher, ja, genau. Man guckt von oben dann, wie auch in dem Lied schön beschrieben, man schaut von oben auf den Porsche herab und Richtig, man ganz kann dann genau. ruhig und gelassen bleiben und nein, aber das finde ich auch toll, wenn wirklich auch Frauen den Job ausführen und es gibt ganz tolle Berufskraftfahrerinnen auch in unserer Branche und die auch richtig Spaß haben an ihrem Job und ich finde das toll. Also und dahin sollten wir uns orientieren, dass wir da wieder hinkommen und sagen, Leute, kommt, macht euren Führerschein und werdet Trucker und ja, dann kann man vielleicht wieder in bessere Zeiten schauen. Genau. Jetzt natürlich auch bei den LKWs. Es wird auch ein bisschen, denke ich mal, Einzug halten, aber wird auch noch lange brauchen, bis es soweit ist. Elektro-Trucks gibt es ja zum Teil auch schon, oder? Ja, absolut. Ja, wir haben letztens ist der. Ja, darf ich jetzt mal sagen, kleine Werbung von Mercedes. Da Ich habe gibt kein es Problem den hier. E-Akt, da gibt es den E-Aktros, der halt, bist du noch da, Frank? Ja. Ach so,
der auch jetzt vor kurzem erst veröffentlicht wurde. Und ja, das ist eine große Problematik. Wir wollen alle CO2 sparen. Und ich denke mal, dass ich werde jetzt in den nächsten Wochen auch meinen neuen LKW bekommen. Der fährt noch auf Diesel. Aber der nächste wird schon in die Richtung entweder sein mit Akku, also Elektro, oder auch vielleicht sogar schon mit Brennstoffzelle. Man weiß es nicht. Aber da müssen wir auch umdenken, weil wir wollen alle, dass CO2 eingespart wird. Und ja, die Firmen arbeiten da mit großen Schritten darauf hin, dass auch die LKWs, die Autobranche ist ja schon so weit, dass ich sag mal teilweise so wie Volvo, Mercedes irgendwann sagt, wir bauen gar keine Verbrennermotoren mehr. Und dann geht es in die Richtung, glaube ich, eher in die Brennstoffzelle wie in den Akkubetrieb, weil ich glaube nicht, dass sich der Akkubetrieb durchsetzen wird, besonders nicht im Schwerlastbereich, weil da muss was anders kommen. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und ja, ich würde mich auch freuen mit einer Brennstoffzelle mit, weiß ich nicht, 400, 500 oder sogar 1000 PS. Muss ja unheimlich viel Kraft dahinter stecken. Und ja, warum soll man damit nicht fahren können, ne? Ja, also das ist auf alle Fälle eine spannende Technik, die da auf uns zukommt und wird auf alle Fälle interessant. Vor allen Dingen, man muss ja auch dann wieder denken, ein Auto, bis das aufgeladen ist, braucht ja schon, ja gut, es geht mittlerweile auch schnell, aber wenn dann so ein LKW, bis der dann geladen ist, klappt, das dauert schon ein bisschen länger dann, ne? Ja, zumal auch jetzt auch die E-LKWs, die jetzt schon am Rollen sind, da sind ja, ich sag mal, kleinere für den Nahverkehr, für den Stadtbetrieb. Und da funktioniert es auch, ne? Die laufen auch super. Aber ich glaube, letztendlich kann ich das nicht durchsetzen für den Schwerlastverkehr auf den Autobahnen, wenn ich mit 40 Richtig. Tonnen Fliesen oder mit 25 La Tonnen Ladung durch die Gegend fahre und bin bei 40 Tonnen, dann kann ich mir nicht vorstellen, weil ich gar nicht so viel Platz habe an Bord. Erstens muss ich ja Wahnsinns-Akkus haben, die diese Leistung überhaupt bringen. Und dann kann ich halt wieder weniger Ladung mitnehmen. Dann sagt der Chef auch, was soll ich damit, wenn wir unser Eigengewicht so hochschrauben, dass wir nur noch die Hälfte an Ladung mitnehmen können, dann wird es auch wieder unwirtschaftlich. Und da muss ich natürlich alles einpendeln dann. Richtig, richtig. Macht auch keinen Sinn, wenn du dann auf der Strecke von Hamburg nach, was weiß ich, ins Allgäu fünfmal anhalten musst, um aufzuladen, ne? Nicht wirklich. Ja, dann ist man wieder so wie früher lange unterwegs. Vielleicht wird es dann wieder entspannter auf der Autobahn, Weiß, ne? wenn man dann einen Tag fahren kann, einen Tag laden muss und dann wird es auch, ja, dann ist man halt, aber das wird nicht hinhauen. Das ist alleine ja von der Wirtschaftlichkeit ja gar nicht zu tragen. Und wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass auch die Schwerlastbranche da in die Richtung Brennstoffzelle geht. Und ja, da kann man sich, wenn das alles funktioniert, kann man sich darauf freuen, weil dann haben wir unendliche Ressourcen mit Wasser und ja, dann kann Brummi ruhig Gummi geben, dann geht's weiter. Genau, also der Gummi, der bleibt. Ohne Gummi geht gleich gar nichts, ne? Die Reifen, Ja, ohne die Gummi brauchen geht Gummi. gar nichts. So ist es, genau. Ja, also Ja. es bleibt spannend, was da alles so in der Richtung passieren wird. Die Zukunft Auf jeden Fall. zeigt's, ne? In jedem Fall. Und dann kann man Ja. jedem jungen Menschen eigentlich dazu raten, wenn er einen Ja. speziellen, ausgefallenen Beruf sucht, Trucker zu werden, ne? Ja. Ja, warum nicht? Das Ne? ist ein sehr, in Holland zum Beispiel, hier in unserem Nachbarland, wir wohnen ja direkt an der Grenze, da wird man Frachtwagenchauffeur, wird man da genannt Wagenchauffeur, als okay. LKW-Fahrer. Und es ist ein sehr ehrbarer Beruf in Holland. Und ich finde, der Umgang in Holland ist auch wesentlich freundlicher. Und ich Okay. weiß nicht, da ist man wirklich sehr angesehen als Frachtwagenchauffeur. Und ich finde das auch mit Recht, weil jeder macht seine Arbeit so gut er kann. Und ja, wir sind da auch jeden Tag unterwegs und verlangen natürlich, oder von uns verlangt man Respekt und Vorsicht. Und im Gegenteil dürfen wir das auch von anderen auch erwarten. Und ich Genau. finde, wie gesagt, miteinander geht es immer besser. So.
Ist es, ganz genau. So, jetzt kommen wir noch ganz kurz nochmal zum Musikalischen. Was tut sich da noch weiterhin? Wo bist du jetzt ja, mit deiner Musik wieder anzutreffen, wenn du nicht auf dem Truck sitzt? Truck. Jetzt am Samstag bin ich, am kommenden Samstag bin ich in Sauerland, im schönen Ense, im Soester Kreis. Und da hat die Claudia Hirschfeld hat ja letztes Jahr einen wunderschönen Ense-Song, so eine kleine Karnevals ja, Hommage an ihre Heimatstadt geschrieben und die habe ich dann eingesungen. Und diese ist wiederum verbunden mit einem, ja, mit einem Sensemann-Burger. Und zwar dieses Lied heißt Seht den Sensemann von Ense an. Und da wird beschrieben, dass dort viele Windräder sind und viele Gänse dort waren und nicht mehr da sind, weil sie durch diese Windräder zerschreddert wurden bzw. verscheucht wurden. Und am Samstag geben wir einen musikalischen Unterhaltungsabend, auch mit erste Mal live mit diesem Song, der durch Corona eigentlich schon letztes Jahr veröffentlicht wurde auch. Aber halt am Samstag wird dann der erste offizielle Unterhaltungsabend mit diesem Lied und in diesem Restaurant in Ense, wo wir dann sind, da macht der Koch, der macht dann einen Sensemann-Burger extra mit gerupftem Gänsefleisch und passend zu dem Lied gibt es dann einen Sensemann-Burger. Okay, und das Ganze ist jetzt am 19., oder? Das ist am 20., am Samstag, ja, am Samstagabend, genau. Das müsste der 19. sein. Ja. 20. ist, glaube ich, der Sonntag, oder? Nee, da müsste eigentlich der 20. sein, Oder, ja, stimmt. normalerweise. Halt, hast du recht. Entschuldigung, war ich wieder. Der 20., genau. Ja, Habe ich genau. falsch Ja, und gerechnet. wie Okay. wird. Ja, und danach geht es weiter bis am 4., 5. Dezember bin ich dann in Düsseldorf-Hilden bei der UNICEF-Gala wieder mit dabei, an zwei Abenden, bei zwei Okay. großen Konzerten, jeweils 4 Stunden dauern die Konzerte, wo viele internationale Künstler auch singen und für den guten Zweck. Dieses Jahr geht es, glaube ich, alles nach Syrien für die Kinder. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, wieder mit großartigen Künstlern aus aus der ganzen Welt halt auf der Bühne zu stehen und mit unserer Musik was Gutes zu tun. Und ja, und dann ist auch schon bald Weihnachten und Geht jetzt vollends nächstes Jahr. mit großen Schritten voran. Ja, genau. Ja, dann geht es in großen Schritten in Richtung Weihnachten, genau, ja. Im nächsten Jahr sind dann auch im Frühjahr, so bald oder so Corona das zulässt, Konzerte geplant hier bei uns im Kreis Borken mit der Claudia Hirschfeld zusammen, wo wir beide zusammen auch schöne Konzerte mit klassischer Musik, mit Evergreens und solchen verschiedenen Genres werden wir dann Konzerte geben und ja. Dann gucken wir weiter, wie es 2022 wird. Genau, da drückt man dann nur die Daumen, dass natürlich für alle, wie gesagt, hoffentlich der Spuck irgendwann mal ein Ende hat, weil so kann es ja Dass auf es nicht Dauer nicht schlimmer wird. weitergehen. Ja, Genau. absolut. Ja, dann haben wir es eigentlich schon fast wieder. Halbe Stunde vergehen wieder wie im Fluge. Dir alles, Ja, alles Gute. schade. Der Danke dir, Branche, Frank. der LKW, der Euch auch. Trucker-Branche, alles Gute und natürlich musikalisch viel Gummi, Ja, klar. lieber Und Brummi. wie gesagt, nicht vergessen, ne, wo ist er? Brummi Ja, gibt hier ist er, Gummi. genau. Wie gesagt, ist das Cover und ja, den gibt es überall. Hört mal rein und singt mit, schunkelt mit. Es gibt auch, wie gesagt, das Lyrikvideo, wo ihr toll mitsingen könnt. Wir haben jetzt eine tolle Aktion an den Start gebracht in die Richtung Berufskraftfahrer zu ja, wie soll man sagen, zu locken oder vielleicht, dass es auch gut gelaunte LKW-Fahrer gibt. Und da bin ich gerne Botschafter für unseren Berufsstand und werbe dafür, um junge, neue Leute, Berufskraftfahrerinnen, Berufskraftfahrer zu werben. Und da freuen wir uns drauf und in die Richtung müssen wir arbeiten. Genau, dann kann ich nur wünschen, allzeit gute Fahrt. Danke, Frank. Bleibt gesund und liebe Grüße an alle Promi-Geflüster, Zuschauer und Zuhörer. Und auch ihr bleibt alle gesund und
Ich Du hoffe. hast gerade Promi-Geflüster gesagt, jetzt habe ich aber gerade schon wieder ein kleines Wortspiel. Brummi-Geflüster, das wäre Ja, Brummigeflüster, das gibt's glaube ich auch schon im Internet. doch Ja, was. Also gut. da würde ich gerne, da mache ich auch gerne mit. Kein Problem, bin ich dabei, auf jeden Fall. Ja. Okay, in diesem Sinne, den Zuschauern sage ich danke fürs Zuschauen. Dir alles Gute, eine gute Zeit. Wenn wir uns gehen, nicht mehr hören sollten, kann man schon mal schöne Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch und Danke gleichfalls. alles, alles Ja. Gute für die Zukunft. Bleibt alle gesund. Ja, danke. Euch auch. Bis Ciao. dann.